Ah, da seid ihr. Captain Ray. Ich brauche noch ein Medkit. Die beiden können das nicht machen, weil die ja hinten stehen. Also ihr beide. Sang hat am meisten Lebenspunkte. Er muss vorne sein. Ray gibt ihm Unterstützung und Basso gebe ich eins. So. Oh, was habe ich da? Ich habe die Konsole geöffnet. Also würde ich sagen, lass mal. Ja, wir können anfangen. Ich muss mit dem Geld neue Flugzeuge bauen, auf jeden Fall. Ich brauche überall mindestens zwei. Oh, achso, ja, die habe ich ignoriert. Ach, wieso fliegt der an denen vorbei? To South Africa for this one, and we need to get down there fast. We've picked up a local broadcast indicating alien activity within a major metropolitan area. We should get down there and eliminate any hostiles. Das ist nicht so schwer. Einfach suchen und zerstören. Ah, ich hab ne. Wieso fällt mir das? Ist ein bisschen blöd, dass mir das etwas später einfällt. Erst nach zwei, drei Parts. Ich hab ne. Nachricht bekommen von jemandem. Ich habe den Namen vergessen. Da waren mehrere Links drin und normalerweise drücke ich nicht auf Links, aber mir wurde erklärt, was da drin ist. Und diese Videos waren ziemlich lustig. Solid copy, Big Sky. Strike One is clear to engage. Okay, lass mich erstmal die positionieren, dann erzähle ich das gleich weiter. Wenn eure Leute so am Anfang stehen, lasst die Sniper in Ruhe und lasst nur euren ersten Mann, wenn es drauf ankommt, nach vorne sprinten. Weil ihr dann, wenn ihr einen Gegner seht, mit den fünf anderen Leuten vielleicht noch etwas machen könnt, um den einen zu retten. Wenn es schlimm aussieht. Macht das nie mit dem letzten Mann, dass ihr weit nach vorne sprintet. Weil dann können die Gegner, wenn ihr sie seht, sich so positionieren, dass ihr die Arschkarte gezogen habt. Aber mit einem Supporter mache ich das nicht. Nein. Wo ist Sang? Wo sind wir? Unten. Okay. Enemy in sight! Lass mal sehen. Drei. Könnte ich seine Deckung hier kaputt hauen? Es wäre möglich. Aber ich warte noch. Wie sieht's mit euch Snipern aus? Du nicht? Du ja. Das ist ein bisschen blöd. Will ich ihn auf dem offenen Feld lassen? Fragen über Fragen. Machen wir es mit der Granate erstmal. Das ist okay. Ich will ja. Es muss nicht sein, dass ich den umbringe. Ich will eher die Deckung kaputt hauen. Ja. Oh, ich habe ihn getroffen. Aber ich sehe ihn nicht. Achso, der Rauch ist noch da. Wenn der Rauch weg ist, dann. Jetzt ich. Noch immer 65? Disabling Shot. Headshot. Oh, 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 oh. Ach, der Vorname steht auch da. Okay, ich dachte, da steht Lieutenant und Colonel und. Komm schon. Das Pad. Tastatur reagiert manchmal nicht. Wer ist nochmal ein Colonel? Nee, das ist ein Major. Du bist ein Colonel. Ich versuch's einfach. Ah, und er ist tot. Okay. Hat er noch Deckung? Nee, der hat gar keine Deckung mehr. Der ist tot.
Das müsste reichen. Ich hatte ihn im Visier. Alter Schwede, das gibt's doch. Egal. Das müsste gehen. Ja. Aber ich treffe ihn. Würde ich auch sagen, damn it. Und hier kann ich nicht hin? Dann muss ich das anders versuchen. Alter Schwede, das sieht ja richtig scheiße aus. Ich muss mich flankieren lassen. Und er ist auch das ausgewichen, das gibt es nicht. Er schießt sofort, er wird sich nicht bewegen. Ja. Das gibt es nicht. Oh! Da oben waren zwei. Ah? Achso, die haben sich da bestimmt hin teleportiert. Warum sehe ich die dort hinten? Vielleicht sind die so eingestellt, dass man sie nach ein paar Zügen sieht. Nein. Oh nee, das Auto explodiert. Nein, das ist nicht gut. Ich habe einen Sniper gerade bewegt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich könnte die in die Luft jagen, aber ich muss ihn erstmal hier wegbringen. Also geht es nicht mit dem. So. Nein, 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 nein. Ich bewege ihn erstmal weg, weil die Rakete könnte dieses Auto in die Luft jagen. Geh dahin. Hallo? Achso, ich kann noch nicht schießen, während er Deckung sucht. Das brauche ich nicht. Nein. Das brauche ich. Schon? Nein. So. Habe ich mir gedacht, dass die anderen beiden überleben. Ich hätte nichts anderes erwartet. Hä? Achso, ich kann schon was machen. Ich sollte die flankieren, aber das Problem ist, das ist ein Sniper. Und hier oben sind auch noch welche. Ich werde das versuchen. Ich versuche einen so zu töten. Sehr schön, Paddy. Ihn könnte ich noch bewegen. Warte mal, Moment mal. Er hat keine Granate. Er hat noch eine Rakete. Falls der Schuss daneben geht, werde ich ihn mit einer Rakete vernichten. Ist nicht gerade sehr viel. Muss reichen. Was flattert da gerade vorbei? Ich nehme lieber die Schredder-Rakete. Bitte töte ihn. Schieß nicht daneben. Ich verliere seine Waffe, aber das ist nicht so schlimm. Ah, komm zurück zum Video. Ah. Das war ein Video von jemandem, der DSP Gaming heißt, oder Darkseid Phil, früher hieß es so. Ich kenne den Typ, also nicht direkt, sondern seine Videos, weil ich früher mal gerne Left 4 Dead Videos angeguckt habe. Nicht den zweiten Teil, sondern vom ersten Teil. Ach. Und da bin ich zufällig über seine Videos gestolpert. Aber ich bin dann da weitergezogen. Ich könnte von ihm flankiert werden, wenn er hier hinten hingeht. So. Aber dieses Video heißt This is how you don't play XCOM Enemy Unknown. Und er macht. Und das Video soll eigentlich so sein,
soll euch zeigen, wie man das Spiel nicht spielen sollte. Und er spielt es gerade so falsch, aber... Ey, er denkt irgendwie, dass jedes Spiel wie Call of Duty ist. Das verstehe ich nicht. Wie viel Schuss hast du? 85? Könntest du ihn töten? Ja, er macht solche Aktionen hier in diesem Spiel wie... Er benutzt ein Snipergewehr, um jemanden zu töten, der direkt neben ihm steht. Die von euch, die das Spiel gespielt haben, wissen, dass Snipergewehre mehr an Treffsicherheit verlieren, je näher der Gegner dran ist. Also man muss eine gute Entfernung haben, nicht zu weit, nicht zu nah. Und er versucht das und benutzt eine Schrotflinte die Schrotflinte, um aus der Ferne zu schießen. Genau das Gegenteil. Dieses Video dient nicht dazu, zu haten und wie auch immer, aber... und ich mach das, ich meine, ich hate jetzt auch nicht auf ihn oder so, nicht, dass ihr das denkt. Ich sollte ihn mal heilen. Ja, ich heil den mal. Ich habe das Video gesehen, ich fand das lustig von dem Macher. Also ja, der das Video gemacht hat. Und ich bin dann weitergezogen. Aber die Person selbst, wenn ich jetzt als neutrale Person darauf irgendwie was sagen sollte, er behandelt seine Abonnenten sehr schlecht. Schon fast wie Dreck. So, er kann keine Kritik ab. Oh! Willst du dich rächen, Paddy? Warum nicht? Oh nein, du triffst nicht. Oh doch. Another one down. We will be in touch, Commander. Ich bin gerade im Überlegen. Soll ich das Geld sparen oder Satelliten kaufen? Vier Satelliten? Sieben Satelliten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das ist nur eine Seite. 1, 2, 3, 4. Ja, dann kaufe ich noch vier Satelliten und dann kümmere ich mich nicht mehr darum. Oh, kann ich nicht. Oh. Dann ignoriere ich erstmal das mit den Satelliten. Officer Training School.
Engineer. Ja, nee, ich wollte gucken, wer ist verletzt. Oh, oh. Du und White Panda. Paddy und White Panda. Hunter und White Panda. Sie sind K.O. für eine Weile. 100. Wow, das ist teuer. Egal, kümmern wir uns um die nächste Mission. We're picking up a new contact. And it's generating a strange signal. Almost like it's scanning for something. Medium size. Wenn ich Glück habe, kann ich den noch abschießen. Wenn ich Glück habe. We're in pursuit. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Der verdient eine Beförderung, auf jeden Fall. Zwei Rookies habe ich hier dabei. Ein Sniper ist noch da. Sang auch, Support auch. Das mag ich nicht, dass ich zwei Rookies habe. Die haben... Deren Werte sind viel zu schwach. Aim von 65. Das ist fast nichts. Und nur 6 Leben. Aber ich werde es riskieren. Vielleicht ist einer von denen ist sold. Strike one. Prepare for landing. Oh, ich kann hier nicht richtig sitzen. France is sending an urgent mission request. Mein Stuhl ist sehr kaputt gegangen. Looks like the aliens went down in a sparsely populated area. Okay. There are civilians in the area. I hope they stay clear. Ich habe hier so einen Ersatzstuhl, aber da ist keine Rückenlehne dran. So war halt nur die 5 Räder unten und die Fläche zum Sitzen. Und irgendwann erwischt das den Rücken. Strike One is in position to engage. Loud and clear, Big Sky. We'll monitor those readings from here. Strike One is authorized to assault the alien craft. Okay, diese Runden finde ich eigentlich gut, weil die Sniper dann, weil ich dann den Sniper eine gute Position finden kann. Da ist mein Sniper. Eine schöne Anhöhe, wo die dann runterschießen. Der Baum steht ziemlich scheiße. Den kann ich nicht benutzen. Aber bevor ich den Sniper überhaupt positioniere, nehme ich Sang und lauf erstmal hier. There's something here. Ich wusste es. Er steht im Freien, das will ich ja nicht. Aber ich benutze das vorher. Ich knall den einen ab. okay, wie 58, das reicht nicht sein. Du gehst zurück. Oh, scheiße. Den brauche ich nicht. Den brauche ich auch nicht. Nee, doch, doch, den brauchte ich. Das ist mein Support. Ich muss hoffen, dass mein Support ihn trifft. 62. Doch, sitzt. 2 Schaden nur. Die Rookies werden nicht treffen, das weiß ich. Oh, ich hätte Holo-Targeting einsetzen sollen. Roger, I've got eyes on. So. Wenn er jetzt kommt, wird er abgeknallt. Er darf sich kein Stück bewegen. Er sucht Verstärkung, oder? Ja. Das Blöde hier dran ist, ich weiß nicht, ob er sich auf Overwatch gestellt hat. Oh, oh. Ich habe diese dicken Typen, diese Muton, die habe ich gerade gehört. Okay. Das ist mein Support. Bis dahin. Bis dahin. Mein Sniper bleibt noch erstmal stehen. Warum brennt das? Achso, ich dachte, da hätte ich vielleicht noch Deckung oder so. Wie ist hier hin? Affirmative, covering now. Es
sieht ein bisschen dumm aus, was ich jetzt mache, aber ich lasse den auch auf Overwatch. Ich suche noch keine Deckung mit ihm. Ich höre diese Minuton-Typen. Solange mein Sniper sich nicht wegbewegen muss, lasse ich ihn auch erstmal dort.